jetzt aus unserer Sicht zwei Prämissen. Das eine ist, die Petition ist nach der gesetzlichen und nach Verfassungsregelung ein schriftliches Verfahren. Deswegen also dieses Anhörungsrecht des Petenten sehe ich durchaus nicht unkritisch im Ausschuss. Es ist ein schriftliches Verfahren, so steht es in der Verfassung. Und zweitens, es ist kein kontradiktorisches Verfahren. Also, ich weiß aus, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, die haben das mittlerweile, gehen die zu einer Art Rede- und Gegenredeverfahren über. Das ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, wir holen natürlich auch mit entsprechender gesetzlicher Regelung im Petitionsgesetz eine Stellungnahme der Staatsregierung ein. Wir werden uns dann eben ausreichend Daten übermittelt. Aber der Petent hat zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens kein Akteneinsichtsrecht und er bekommt auch diese Stellungnahme der Staatsregierung nicht übermittelt, sondern die liegt dann lediglich den Abgeordneten vor. Also die Abgeordneten haben dann die Eingabe und die Stellungnahme der Staatsregierung. Und lediglich in den Fällen, in denen der Ausschuss das beschließt, weil zum Beispiel die Stellungnahme einfach eine tolle Erklärung ist, warum der Ausschuss zu seinem Ergebnis gekommen ist, wird dann im Anschluss daran die Stellungnahme weitergeschickt. Aber der Petent hat kein Akteneinsichtsrecht. Wir haben das auch mehrfach gerichtlich durchgefochten, weil es da natürlich Petenten gibt, die das anders sehen. Und das sind dann auch die schwierigeren natürlich, die dann auch vor Gericht gehen. Aber das ist bislang von unserer Rechtsprechung auch so gehalten worden. Also wenn der Ausschuss die Stellungnahme nicht rausgibt, dann geht die auch nicht raus. Und natürlich ist das, Petitionsrecht ist ja auch ein Recht, sich einzumischen. Das muss ja, es gibt keine Petitionsbefugnis. Ich kann mich ja auch über einen ganz fremden Sachverhalt beschweren. Und da besteht natürlich dann in ganz erheblichem Maße die Gefahr, dass in der Stellungnahme auch Daten Dritter enthalten sind, die der Petent überhaupt gar nicht Befugnis hat, zu erhalten. Und deswegen also sind wir da auch dann sehr sorgsam, ob wir diese Stellungnahme rausgeben. Aber grundsätzlich, also auch während des Verfahrens hat der Petent kein Akteneinsichtsrecht. Wir haben allerdings auch kein Informationsfreiheitsgesetz, das uns da eben wirklich. Okay.